Montieren eines Schuko-Steckers oder einer Schuko-Kupplung an einer flexiblen Leitung. Wir wählen den passenden Stecker oder die passende Kupplung aus, je nachdem welchen Verwendungszweck und welchen Anwendungsbereich wir haben, ob es eine Werkstatt ist, ein Büro, im Innen- oder Außenbereich. Wir öffnen den Stecker oder die Kupplung und lockern die Zugentlastung. Die Leitung auf die erforderliche Länge abmanteln, so wie wir es brauchen, und auch die Länge des Schutzleiters, der länger sein muss, berücksichtigen. Nicht mit dem Yokari-Messer, da die Wand der flexiblen Leitung unterschiedlich dick ist. Wir machen dies mit dem Seitenschneider. Wir längen die Einzeladern auf die richtige Länge ab. Es ist darauf zu achten, dass der Schutzleiter immer länger bleibt, sodass er beim fertigen Stecker bei Versagen der Zugentlastung als letztes abreißt. Wir isolieren die Drahtenden auf die richtige Länge, die sich nach unserer Aderendhülse richtet, ab und verpressen die mit der Aderendhülsenpresszange, so wie im anderen Lehrvideo zu sehen ist. Nach dem Verpressen das Gehäuse des Steckers oder der Kupplung zuerst über die Leitung schieben. Sonst kommt am Schluss das böse Erwachen und die Arbeit hat man zweimal. Ist dies geschehen? Wir schließen die Drähte an und sichern anschließend die Leitung mit der Zugentlastung gegen herausrutschen. Wir ziehen die Zugentlastung je nach Leiterquerschnitt so fest wie nötig, nicht zu fest, um die Leitungsadern im Inneren nicht zu quetschen, aber so fest, dass die Leitung zuverlässig gegen Herausrutschen gesichert ist. Abschließend schließen wir das Stecker- oder Kupplungsgehäuse mit der Schraube und achten darauf, dass wir keine der Adern beschädigen. Mit der Schraube sichern wir den Schuko-Stecker. Den gleichen Vorgang, wie wir beim Schuko-Stecker bereits gemacht haben, wenden wir nun auf unsere Kupplung an. Wir schließen als letztes auch unsere Kupplung. Damit ist unsere Verlängerungsleitung fertiggestellt und wird nun nach VDE einmal mit dem Durchgangsprüfer und einmal mit dem TUS-Pol überprüft. Wir überprüfen als erstes unser Prüfgerät. Anschließend überprüfen wir die Durchgängigkeit des PEs und der beiden Leiter. Ebenfalls schauen wir, ob wir irgendwo eine Verbindung zwischen PE oder den Aktiven haben. Dann fahren wir mit der Überprüfung mit dem zweipoligen Spannungsprüfer fort. Wir prüfen, genau wie bei der Schutzkontaktsteckdose, Spannung vorhanden zwischen L und N, Schutzleiter vorhanden zwischen L und PE und die Spannungsfreiheit zwischen N und PE. Somit kann die Kupplung und der Stecker, das fertige Kabel, die fertige Leitung dem Kunden übergeben werden.